Guten Tag. Die Sommerpause naht, der Betrieb fährt runter. Allerdings gab es diese Woche noch ein paar Abstimmungen. Eine betraf meinen Bericht für den Rechtsausschuss zur Lage der Grundrechte in Europa. Dass Fortuna im Losverfahren mich zum Berichterstatter machte, hatte Sozialisten, Grüne, Liberale, Linke und auch unsere Freunde von den Christdemokraten schon schwer verärgert. Mein Bericht über die Lage der Grundrechte vornehmlich in Deutschland, also zur politischen Besetzung von Richterstellen, zur Einschränkung von Grundrechten im Rahmen der Corona-Politik, zur politischen Instrumentalisierung von Verfassungsschutz und Staatsanwaltschaft und natürlich zum staatsfinanzierten Terrorismus der Antifa, tat dann ein Übriges. Denn mein Bericht nannte Ross und Reiter. Wer hinter der Finanzierung der Antifa steht, wer die Corona-Maßnahmen zu verantworten hat, wer die Richterstellen mit den Parteikollegen besetzt, wer Verfassungsschutz und Staatsanwaltschaft für politische Zwecke missbraucht. Das fanden Christdemokraten, Sozialisten, Grüne und Liberale erstaunlicherweise nicht lustig. Daher beschlossen sie so viele Änderungen, genau 394, dass von meinem Antrag buchstäblich nicht ein einziger Buchstabe übrig blieb. Nicht ein einziger. Deutschland findet nun im Bericht zur Lage der Grundrechte nicht mehr statt. Stattdessen haben wir nun im nun verabschiedeten Bericht natürlich wieder einmal die Lage der Transsexuellen in Polen, die Lage der Roma und Sinti in Ungarn, die Lage der abtreibungswilligen Frauen in der Welt und die Lage sonstiger Minderheiten auf Sirius, Neptun und im Andromeda-Nebel. Keine Erwähnung finden dagegen die überharten Übergriffe der französischen Polizei gegen die Gelbwesten oder der Impfzwang in Ländern wie Italien oder Österreich. Ich hatte den Ausschuss übrigens informiert, dass jeder Tag für die Schlussabstimmung geeignet sei, nur eben nicht der 13. Juli, weil ich da einen Auftritt in Hamburg hätte. Das wurde zugesagt, die Abstimmung für den 14. Juli angesetzt. Wenige Tage vorher bestimmte die Ausschussmehrheit dann einen neuen Termin. Überraschung, 13. Juli. So ist das mit den angeblich demokratischen Werten und Verfahren. Aber bitte sollen Sie mit Ihrem Bericht glücklich werden, so wichtig ist die Sache jedenfalls auch nicht. Ich habe meinen Namen zurückgezogen. Ein Bericht, der nicht ein einziges Wort von mir enthält, muss meinen Namen nicht tragen. Was noch hier? Das Übliche. Die frühere Kommissarin Nelly Kroes aus den Niederlanden soll in einen schweren Korruptionsskandal verwickelt sein. Wie früher Herr Bangemann von der FDP, der direkt von seinem Posten als Kommissar für Telekommunikation auf einen Chefposten bei einer spanischen Telefongesellschaft wechselte und sich dort sein Insiderwissen vergolden ließ, hat Nelly Kroes sich offensichtlich vom Fahrdienstanbieter Uber über Jahre für direkte Lobbyarbeit bezahlen lassen. In der allgemeinen Korruption, die herrscht, ist das nur wenig überraschend, zumal Frau Kroes schon in ihrer damaligen Zeit als Kommissarin mit immer neuen Lobgesängen auf Uber auffiel. Nun wollte auch sie gleichsam ein paar Freifahrten in die Aktien- und Optionsprogramme von Uber haben. Frauen sind einfach die besseren Menschen. Ihr dicht auf den Fersen ist allerdings EU-Außenminister Josep Borrell. Der Spanier hat einen Berater eingestellt, der wegen seiner China-Nähe Xi der Zweite genannt wird. Xi der Zweite, bürgerlich ein Herr Sachs, hält Corona für eine amerikanische Erfindung und ebenso die Drangsalierung der Uiguren. Für die Amerikaner mit ihrem durchaus angespannten Verhältnis zu China dürfte die EU damit noch weniger ein ernstzunehmender Gesprächspartner sein als schon bisher. Viel blöder als Borrell kann man kaum agieren. Aber Dummheit ist hier der Standard. Und nun noch ein Wort des Dankes an alle, die mich immer unterstützt haben, ob finanziell, moralisch, mit freundlichen Worten. Vielen, vielen Dank. Und besonders danken möchte ich, und zwar ausdrücklich namentlich, Robert Schmidt von der Solani Hausverwaltung in Berlin und seinem Mitarbeiter Lutz Ruddigkeit. Robert, Lutz, vielen Dank. Und Ihnen allen ein schönes Wochenende und einen großen Sommer. Bleiben Sie fröhlich, bleiben Sie zuversichtlich. Bleiben Sie uns gewogen.